Im Mai 1991 ist die Autorin Ulla Lachauer unterwegs in Osteuropa. Sie besucht Jasnaja Poljana, das frühere Trakehnen, einst das preußische Hauptgestüt. Die weltweit berühmten Trakehner-Pferde wurden dort gezüchtet. Was aber Ulla Lachauer vorfindet, kurz vor dem Ende der Sowjetunion, ist eine weitgehend verfallene, traurige Anlage. Von der Pracht des ehemaligen Trakehner-Gestüts ist nichts mehr zu sehen. Doch inmitten von Jasnaja Poljana begegnet die Journalistin aus Deutschland der schönen Imkerin Galina. Sie hat sich eine Insel geschaffen in dem verfallenen Anwesen, ein Refugium für sich und ihre 150 Bienenvölker. Wie Galina dort lebt und was sie auf sich nimmt, um immer wieder große Mengen von kostbarem Honig zu ernten, fasziniert die Besucherin. Für Lachauer ist es der Beginn einer besonderen Liebe zu Bienen und Imkern und führt schließlich fast drei Jahrzehnte später zu einem Buch, das ich Ihnen heute vorstellen möchte. Es heißt »Von Bienen und Menschen« und trägt den Untertitel »Eine Reise durch Europa«. Ausgangs- und Endpunkt dieser Reise ist Jasnaja Poljana, denn am Ende ihrer Recherchen besucht Lachauer ein weiteres Mal Galina Bichterdeva und erzählt von deren Leben heute. Dazwischen ist sie unterwegs, im Schwarzwald und in Slowenien, auf Gotland und auf Sylt und in den Pyrenäen, begegnet Stadtimkern im Herzen von Stuttgart und begibt sich auf Spurensuche der Bienen im Isargebirge, im einstigen Böhmen. Bienen sind ein grenzüberschreitendes Thema. Und wer Ulla Lachauers Buch liest, erfährt viel über Bienenrassen und ihre Besonderheiten. Was geschah zum Beispiel mit den Bienen im Kaliningrader Gebiet, ehemals Königsberg, nach dem Sieg der Roten Armee 1945? Ulla Lachauer schreibt, in Ostpreußen hatte man damals noch die schwarze Biene, die Mellifera. Manche Völker dürften den Winter und die Kämpfe überlebt haben. Weil Hungersnot herrschte, haben Rotarmisten und die nach und nach eintreffenden russischen Zivilisten sie in Besitz genommen. Vermutlich haben die Neusiedler viele Jahre lang mit den Bienen der ostpreußischen Imker gewirtschaftet, bevor aus dem Mutterland andere Rassen eingeführt wurden. Noch länger wird es gedauert haben, bis eine systematische Zucht, etwa mit der von Galina erwähnten Kaukasika, begann. Doch wer konnte schon wissen, mit wem sich die graue kaukasische Königin auf ihrem Hochzeitsflug einließ? Ob nicht unter den 15 oder 20 Drohnen, mit denen sie sich paarte, ein schwarzer Vagabund dabei war? Bei allen anderen Haustieren, Kühen, Schweinen, Schafen, Hühnern, Gänsen, kann der Mensch die Paarung kontrollieren. Nur der Bienen, die Gemeinschaft der Bienen, schafft es immer wieder, sich ihm zu entziehen. Vielleicht ist dies die faszinierendste Erkenntnis meiner Europareise. Gerade darum sind die Bienen höchst geeignet zur Nutztierhaltung. Denn ein Imker braucht kein eigenes Land und nur wenig Kapital. Die Bienen zeichnen sich aus durch eine ungeheure Vermehrungsfreudigkeit. Ein Imker kann die Zahl seiner Völker aus eigenem Bestand alle Jahre verdoppeln, sogar verfünffachen, wenn er will. Deshalb eignet sich die Bienenhaltung so gut als Nebenerwerb oder für junge Existenzgründer. Und in Notzeiten von Krieg, Besatzung, Vertreibung kann die Imkerei beim Überleben helfen. Dafür liefert das Buch von Bienen und Menschen etliche Beispiele. Ulla Lachauer versteht es wie wenige Schriftsteller, menschliche Schicksale zu beschreiben und ihren Protagonisten eine Stimme zu geben. Zugleich werden hinter den einzelnen Biografien immer die Konturen der großen Historie sichtbar. Lachauers Bücher wie Paradiesstraße, Ostpreußische Lebensläufe, Die Brücke von Tilsit und Ritas Leute haben ein breites Publikum gefunden. Seit einigen Jahren lebt die Autorin in Lüneburg. Bei zwei Kapiteln im Bienenbuch hat die neue Heimat Spuren hinterlassen. Denn unweit von Lüneburg gibt es die Elbtalaue, ein landschaftlich höchst reizvolles Gebiet und ein wahres Vogelparadies. Bis 1989 verlief dort die deutsch-deutsche Grenze, mitten im Elbefluss. Auf der einen Seite des Flusses lebten die DDR-Bürger im sogenannten Sperrgebiet und züchteten Bienen. In Sichtweite davon am anderen Ufer lebten Westbürger und Westbienen. Was bedeutete das für die Tiere und die Menschen der Region? Zumal Bienen in der Regel keine Gewässer überqueren. Im Kapitel »Die Bienen und der Todesstreifen« werden Lebensgeschichten erzählt, die dieses dunkle Kapitel der deutschen Teilung beleuchten. Die Ortschaft Amt Neuhaus ist der zentrale Schauplatz dieser Ereignisse.
Der aktuellen Flüchtlingsfrage ist ein anderes Kapitel des Buches gewidmet. Es beginnt mit einem Zitat aus dem Koran, Sure 16. Dein Herr gab der Biene ein, mach dir Häuser in den Bergen, in den Bäumen und in dem, was die Menschen errichten. Dann iss von allen Früchten und folge den gebahnten Wegen deines Herrn. Aus dem Leib der Bienen kommt ein Saft, verschiedenartig in den Farben. In ihm liegt Heilkraft für die Menschen. Zitat Ende. Eine erstaunliche Aussage des Propheten, auch wenn man den Satz, wie der Honig entsteht, nicht ganz wörtlich nehmen darf. Die aufwendige Arbeit der Imker wird darin verschwiegen. Wie das Koran-Zitat zeigt, sind Bienen und Imkerei ein weltumspannendes Thema. Ulla Lachauer hat in Lüneburg eine Familie kennengelernt, die vor einigen Jahren aus Syrien nach Deutschland geflüchtet ist, die Alabets. Der Vater, Azad Alabet, hatte vor der Flucht eine große, moderne Imkerei in einem Dorf bei Homs betrieben, zusammen mit seinen älteren Söhnen. Was die Alabets über die einst hochentwickelte Kultur der Bienenhaltung in ihrer Heimat zu berichten wissen, aber auch über ihre persönlichen Erfahrungen bei der Flucht, gehört zu den erstaunlichsten und anrührendsten Teilen des Buches. Und das Kapitel endet mit einem hoffnungsvollen Postskriptum. Im April 2018, kurz vor Erscheinen des Buches, bekommt Azad Alabet einen Job im Kloster Lüne. Er ist nun unter anderem für den Klostergarten zuständig und für zunächst zwei Bienenvölker. Der Konvent des Klosters hat beschlossen, die alte Tradition der Bienenhaltung im Kloster Lüne wiederzubeleben, mit Azads Rat und Hilfe. Das nennt man lebendige Völkerverständigung. Den oft dramatischen Geschichten der Bienenvölker und Imker in ihrem Buch hat Ulla Lachauer noch einen eigenen Akzent hinzugefügt. Es geht um die kulinarische Lust, die Bienen bereiten können. Jedem Kapitel ist ein Rezept zugeordnet, das besondere Genüsse auf der Basis von Honig verspricht. Eine kulinarische Reise durch Europa. Das geht von Honigkuchen aus Vilno, heute Vilnius, nach dem Rezept von Urgroßmutter Janka, über Hariri, einen süßen syrischen Honigpudding nach dem Rezept der Alabets, bis zu Tannenhonigparfait aus dem Schwarzwald und memelländischen Honiggurken. Ihr persönliches Lieblingsrezept aber, verrät Ulla Lachauer, sei immer noch ganz einfach. Ein Brötchen oder eine Scheibe frisches Brot mit dick Butter darauf und dann Honig. Das schmeckt unvergesslich gut. Egal, ob man böhmische Milchsemmel zugrunde legt, einen schwäbischen Hefezopf, westfälischen Korinthenstuten, Schwarzbrot oder leicht gesalzenes, krosses Baguette.